Temperaturen in Holland, ja, erweist sich das Mückengitter hinten für eine Wohltat. Wir können die Heckklappe jetzt wirklich auflassen, ohne Probleme. Trixi hat das Mückengitter ja schon in unserem Roomtour 2.0 Video kurz einmal gezeigt. Und sie hat es noch ein bisschen optimiert, nämlich hier an den Seiten im unteren Bereich hat sie noch Magnete eingearbeitet hier, dass die also hier im Prinzip ein bisschen festhalten und nicht so hin und her flattern im Wind. Das ist wirklich super. Was wir jetzt auch noch haben, ist eine wirklich total simple, einfache Lösung mit einem Fliegennetz vor den Ausstellfenstern, mit kleinen Magneten befestigt hier oben, dann auf das Metall von der Karosserie groß genug geschnitten, dass das gesamte Fenster abgedeckt wird, wenn es geöffnet ist, und hilft auch wunderbar. Man kann das Fenster auflassen. Ja, das ist unsere Notlösung für ein Seitensonnensegel mit einem Tarp von Decathlon. Haben wir hier eine verrückte Konstruktion mit Abspannseilen gemacht, Befestigung oben am Hochdach mit einem Saugnapf. Aber es erfüllt seinen Zweck. Trixi ist noch nicht dazu gekommen, ein Seitensonnensegel zu nähen. Nicht rechtzeitig vor dem Urlaub zumindest. Aber ich finde, das ist eine Lösung, die ist ganz vernünftig, erfüllt seinen Zweck. Und heute bei fast 30 Grad hier auf dem Campingplatz in Westkapelle können wir uns schön unter die Markise setzen und genießen den heißen Mittag, bevor wir denn heute Nachmittag hoffentlich an den Strand gehen können, bei etwas angenehmeren Temperaturen. Deutlich sonniger als vor ein paar Tagen. Und das Wasser ist ganz nah. Juhu! Deswegen dann alle, die jetzt irgendwo im Binnenland schwitzen bei 37 oder 38 Grad. Ich weiß, ich bin gemein, aber hier sind es 30 Grad in Westkapelle. Und das Meer hat wahrscheinlich 20 Grad Wassertemperatur, aber es ist einfach genial. Und es ist eine herrliche Abkühlung. Und es ist auch gar nicht so voll wie befürchtet. Also man hat genügend Möglichkeit hier zum Abstand halten. Und auch im Wasser ist es kein Problem. Und ich finde es toll. Guten Morgen! War das richtig? Alle Niederländer mögen uns jetzt korrigieren. Wir verlassen Seeland. Wir fahren jetzt gerade über den Osterscheldedamm. Links und rechts Vierwasser. Und genau direkt links von uns könnt ihr jetzt, blenden wir gerade mal ein, diese riesen Sperrwerke des Osterschelde-Deichkonstrukt, wie man das auch genau nennt, weiß ich nicht, aber es ist immer wieder eine faszinierende Ingenieurskunst, wie das hier entstanden ist vor vielen Jahren. Und eine Hochachtung vor den Niederländern habe ich, dass die hier wirklich so viel Land geschaffen haben und immer wieder dafür sorgen, dass hier nichts untergeht oder nichts absäuft. Wirklich echt klasse. Es ist Samstag. Wir fahren jetzt nach Nordholland und es ist heute sehr heiß. Also wir haben heute Morgen beim Zusammenpacken unseres Nuggets schon ordentlich geschwitzt. Ja, und die Wege zu den Stränden sind alle voll. Wir haben gerade hier an einem Kreisverkehr gesehen, wie viele Autos hier Richtung Strand fahren. Das ist echt Wahnsinn. Also heute wird es hier auch richtig voll am Strand. Deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass wir jetzt so ein, ja, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Autofahrt vor uns haben bis zum Campingplatz De Lakens. Und dann werden wir mal schauen, ob wir heute Nachmittag, nachdem wir uns dort ausgepackt haben, auch nochmal an den Strand gehen können und uns abkühlen können. Aber jetzt ist es hier gerade ganz angenehm mit dem mit den Temperaturen im Auto zumindest, die Klimaanlage läuft und wir fahren ganz gemütlich Tempo 80 und es ist einfach angenehm. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen, keinen Stau haben und wir melden uns später nochmal. Bis dann, bye bye.
sie zwar nicht so gut sehen, aber ich versuche es ein bisschen ran zu zoomen. Da stehen Rindviecher. Ich glaube, das sind diese, sind das Wisente? Gute Frage, auf jeden Fall lang, zottelig, haarig, stehen unter den Bäumen im Schatten. Ja, bei dem Wetter auch kein Wunder. Auf jeden Fall haben die ziemlich eindrucksvolle Hörner und denen ist wahrscheinlich ziemlich warm. Herrlich, ne? Es gibt angenehme Temperaturen, aber der Wind ist okay. Der macht das Ganze erst erträglich. Ja. Wie hieß das hier nochmal? Ich guck nach den Namen. Ich glaube, das waren die Kennemer Dünen. Oh, das ist anstrengend. So bekloppt können auch nur wir Deutschen sein hier. Bei 30 Grad. Die Mittagszeit mit dem Fahrrad zu fahren. Kennemerland, Nationalpark Süd-Kennemerland. Das erinnert mich doch so ein bisschen an die Heide hier. Und er steht voll im Schatten. Super. Also, wie viele Sterne von 10 geben wir diesem Platz hier? Diesen Platz? 585? 5 von 5. 5 von 5 oder 10 von 10? 10. Ja, oder 11 von 10? Volle Punktzahl. Wir stehen hier voll im Schatten. Das ist total angenehm bei diesen Temperaturen. Besser geht's fast gar nicht. So ein gesundes Mittagessen muss ich heute essen. Müssen musst du nicht. Du kannst auch was anderes essen. Aber ich freue mich auf Quark, Kefir, Müsli und Obst. Quark, Kefir, Müsli? Also Obst ist ja okay, aber Quark, Kefir und Müsli im Sommerurlaub, wo ist der Grill? Ich habe jetzt an so ein halbes Schwein auf Toast gedacht. 28 Grad, yes. Ja, okay, ich muss zugeben, das ist ein ideales Essen für diese Temperaturen. Besonders als Mittagessen hervorragend geeignet. Und ich freue mich drauf. Hat man das nicht zuletzt erst? Jetzt sind es keine Treppen, sondern Sand. Und das in dieser Hitze. Unfassbar. Ich glaube, wenn die hier eine Seilbahn einführen würden, würden die sich eine goldene Nase verdienen. Gar nicht so einfach bei dem Wind und bei den Wellen. Herrlich! Das ist so schön. Bei den Temperaturen echt eine Abkühlung. Und Trixi muss immer überredet werden, weil die möchte nie ins Wasser gehen. Das stimmt nicht. Ich will nicht herlaufen müssen. Ach, diesen schönen Sandberg nach oben ist doch überhaupt kein Problem. Vielleicht sollte ich wirklich meine Startup-Idee zur Wirklichkeit machen. Ein Sessel-Dünenlift einführen, damit werde ich Millionen verdienen. Ein was? Dünenlifter. Ja, den Namen Lifter gibt es schon. Aber noch nicht Dünenlifter. Du treibst ab. Ich hole dich ja morgen in Westkapelle wieder ab, ne? Das ist nicht so schön hier, ne? Jeder sollte seinen Dreck mit nach Hause nehmen.
anstatt es hier hinzuschmeißen und sehen, dass sowieso die Mülltonnen schon voll sind. Das finde ich echt kacke. Heute gibt es eine Premiere. Auf unserem Safari-Chef 2. Zutaten haben wir ja schon vorbereitet. Der leckere Pfannkuchenteig, der extra gehen musste. Dann haben wir Käse. Wir haben natürlich Speck. Wir haben Zwiebeln. Und wir haben Äpfel und Zimtzucker. Das gucken wir mal wieder. Jetzt kommen die guten Zwiebelchen. Wenn ihr das riechen könntet. Ist das meiner? Wenn du möchtest. Oh lala. Oh, ist heiß am Finger. Ja. Ja. Weil du da auch die Hände anderweitig geschüttelt hast. Ich opfere mich da mal, ne? Zum Probieren, ja? Pfannkuchen Nummer 2 mit Äpfeln. Du musst dich beeilen, mein Pfannkuchen wird nämlich kalt. Schaut doch gut aus. Perfekt. Und es ist noch ein Stück für mich über. Sehr gut. Jetzt kommt das Beste. Ich wollte schon sagen, da fehlt doch mal was. Werden wahrscheinlich alle sagen, viel zu viel, aber ich liebe es. Süß und klebrig. Und jetzt kommt die Probe. Ich merke schon. Es ist sehr heiß. Und süß und klebrig. Sehr, sehr gut. Lecker. Top. Sehr gut gemacht. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Sanford. Okay. Ah, das ist wieder wie so ein Camping wahrscheinlich, ne? Wahnsinn. Ja, wie ihr seht, es ist jetzt früh am Morgen. Was heißt früh am Morgen? Es ist 11, glaube ich, ne? Für uns im Moment recht früh. Aber hier ist schon wieder alles voll, obwohl heute Montag ist. Und kein Wunder, dass wir hier am Samstag so wahnsinnig lange im Stau gestanden haben, wenn die hier alle hier hin wollten. Ja, und tagsüber parken mit dem Wohnmobil geht ja auch nicht. Zumindest nicht mit einem hohen 1,90 Meter Durchfahrtsbeschränkung Höhe. Also schön ist das hier nicht, ne? Das erinnert mich an Ostende in Belgien. Ja, und Trixi sagte gerade, hier gibt es auch einen Centerparks. Und das ist einer der wenigen Centerparks, in denen wir nie waren. Verständlich, weil hier gefällt es uns eigentlich überhaupt nicht. Hochhausburgen, ganz viele Autos, zugepflasterter Strand. Aber ich verbinde damit ein paar Kindheitserinnerungen, weil ich mit meiner Oma hier ein paar Mal war. So Tagesausflüge mit dem Bus damals, irgendwann in den 70ern. Und wir haben uns einen schönen Tag in Sanford gemacht. Das fand ich eigentlich ganz nett damals. Habe ich zumindest eine gute Erinnerung.
Also diese Gebäude sind ja wirklich eine Ausgeburt der richtigen, echten Hässlichkeit. Aber es gibt auch schöne Ecken in Zandvoort. Und jetzt gehen wir an einer der Fischbuden da hinten irgendwas essen. So, und hier in Zandvoort kann man auch Autorennen fahren. Ganz bekannt. Und ein niederländischer Nugget. Na, ist da jemand müde? Nein. Oder ist da jemandem warm? Warm ist mir genau. Wir waren etwas ausflugsfaul in den letzten Tagen. Bei 30, über 30 Grad auch können wir mehr. Genau, denn man konnte Fahrrad fahren, haben wir nach Zandvoort mal gemacht. Aber jetzt nochmal in die Kennemer-Dünen zu fahren, das war einfach viel zu heiß. Und heute ist Haarlem auf dem Plan, aber Haarlem mit dem Bus, ganz entspannt. Vielleicht klimatisiert, auf jeden Fall Haarlem. Haarlem soll ja eine schöne Stadt sein und das ist ein paar Kilometer von hier. Das ist sogar 8 Kilometer, 5-6 Haltestellen. Und deswegen gönnen wir uns das heute mal, einen entspannten Sightseeing-Shopping-Tag in Haarlem zu machen und ein paar schöne... Hier ist viel los. Ist ganz schön viel los hier. Und uns ein paar schöne Sachen anzuschauen. Bis gleich. Bis später. Das hat was Niederländisches hier, ne? Irgendwie. Das wundert mich jetzt sehr. Yeah.
Es war mal ein Fahrrad. Geh mal was trinken jetzt. Ich hab Durst. Die Anzahl der Kreisverkehre gleicht derer in Frankreich. Oder in England. Oder in England. Beides. Nur in England macht es mehr Spaß. Nervenaufreibender, ja. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag. Wir haben 12 Uhr, heute ist Samstag und es ist unser vorletzter Urlaubstag. Wir sind ja vom Campingplatz de Larkens leider schon wieder runter und das Wetter ist entsprechend unseres Gefühls, trübsinnig und wir verlassen aber noch nicht die Niederlande. Wir sind noch auf dem Weg zu einem, ja, zu einem Ort, wo ich gerne hin wollte. Und zwar, hallo Frau May. Ja, soll ich reinfahren? Und zwar fahren wir zum Bataviastad. Das ist so ein großes Outlet-Center in den Niederlanden in der Nähe von Lelystad. Ist das schon das Eiselmeer? Ne, das ist das Markermeer, glaube ich noch. Und da wollte ich unbedingt mal hin. Ich habe schon sehr viel darüber gelesen und auch gesehen im Internet und das interessiert mich einfach. Will nicht unbedingt oder wir wollen nicht unbedingt was kaufen, oder? Ich lasse mich da überraschen, wenn ich schon her muss. Sie lässt sich da überraschen. Mal sehen, wie teuer der letzte Urlaubstag doch noch wird. Und wir werden dann wahrscheinlich nochmal Richtung Groningen fahren heute Nachmittag und werden dann dort übernachten und morgen dann am Sonntag wieder zurück nach Deutschland und am Montag wieder auf die Arbeit. Schluchz, genau, ne? Soweit sind die hier in den Niederlanden schon angekommen. Bestimmt 20 Elektroladesäulen vor der Tür des Eingangs zum Bataviastad Outlet. Und dann gab es hinten nochmal einen riesen Supercharger für Teslas. Das ist echt Wahnsinn. Doppellader. Warum lernen das die Deutschen nicht? Ich kann es nicht verstehen. Na, der wollte nichts kaufen? Ich habe das Geld deiner Mutter auf den Kopf gehauen. Ach so, ich dachte, da wollten wir essen gehen für. Das gehen wir ja nicht mehr. Ach so. Also bisher war unser Urlaub ja gar nicht so wahnsinnig teuer. Das hat sich mit dem heutigen Tag geändert. Stichwort angefangen. Und Trixi sagt, sie braucht keine Klamotten. Und sie ging trotzdem in den Laden rein und kam mit mehr raus als ich. Gar nicht wahr. Zwei wir haben Sachen. Zwei Tüten. Eine. Ich habe Trixi hat Sachen. Auch eine. Und wir haben eine tolle kleine Wokpfanne gekauft. Für Ernie hauptsächlich. Können wir aber auch zu Hause benutzen. Denn wir haben ja dieses tolle Topfsystem von Tefal. Mit diesen abnehmbaren Griffen. Und da gibt es auch eine kleine Wokpfanne für. Und die können wir wunderbar in Ernie verwenden. Kann man einmal auf dem Gasherd ganz normal und auf dem kleinen Kadergrill auch draufpacken. Stimmt, genau. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Mhm. Super. Und jetzt geht's Richtung Groningen. Genau. Ciao. Da links ist das Eiselmeer. Da kennst du dich aus, ne, Trixi? Ja, viele Jahre mit dem Boot drauf rumgefahren. Oh, Wahnsinn. In Lemmer. Und Kampen kennst du auch, hast du eben gesagt? Kampen kenne ich auch. Zwolle, Sneek. Sneek, genau. Herrlich. Und hier nebenan ist das Kittelmeer. Also Holland ist einfach toll. Und da hinten ist ein schöner Zweimaster. Wow. Ja, Holland hat einfach was. Also wir haben gesagt, wenn wir mal auswandern würden, dann in die Niederlande. Genau. Definitiv, ne? Die Mentalität der Menschen ist alles. Hier Wahnsinn. Weg. So ihr Lieben, nach einer regnerischen Nacht in Groningen haben wir uns ja wieder auf den Weg gemacht nach Lüneburg, sind angekommen, haben Abwasser geleert, haben Toilette leer gemacht, das Auto jetzt ausgeräumt, sauber gemacht ist der Nugget noch nicht, die erste Waschmaschine läuft schon und Trixi hat keinen Bock mehr, ich bin auch total
durchgeschwitzt jetzt schon wieder. Die 2 Wochen Urlaub waren wirklich super. Wir hoffen, dass euch die beiden Videos gefallen haben. Und jetzt werden wir uns ja auf eine Tasse Kaffee schön in unser aufgewärmtes Wohnzimmer setzen. Aber wir freuen uns total, wieder zu Hause zu sein. Und jetzt kommt wieder der normale Alltag. Morgen müssen wir beide wieder arbeiten. Über die beiden Campingplätze, auf denen wir die 2 Wochen verbracht haben, machen wir ein eigenes Video. Also, am besten abonniert ihr den Kanal und drückt auf die Glocke. Dann verpasst ihr auch dieses Video nicht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao.